Soweit ich mich zurückerinnern kann, war die Ehe meiner Eltern nicht glücklich und voller Zwietracht. Die Probleme zwischen ihnen häuften sich nach und nach und führten schließlich zum Scheitern ihrer Ehe. Später lernte mein Vater eine Frau kennen und ging eine neue Beziehung mit ihr ein. Bald darauf heirateten sie. Am Anfang behandelte mich meine Stiefmutter gut. Sie verhielt sich mir gegenüber freundlich, was mir etwas Trost gab. Doch mit der Geburt meines jüngeren Bruders änderte sich allmählich die Einstellung meiner Stiefmutter mir gegenüber. Sie begann, mich immer kälter und härter zu behandeln. Sie konzentrierte sich mehr darauf, sich um meinen jüngeren Bruder zu kümmern, und ich begann mich vernachlässigt und abgelehnt zu fühlen. Durch diese Veränderung fühlte ich mich sehr hilflos. Mein Vater arbeitete oft in einer anderen Stadt, und ich musste mich dieser unfreundlichen Atmosphäre oft allein stellen. Ich hatte das Gefühl, dass ich in der Familie überflüssig geworden war und dass sich niemand wirklich für mich zu interessieren schien. Manchmal fühlte ich mich einsam und frustriert und wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Ich sehnte mich nach der Liebe und Unterstützung meiner Familie. Das war eine psychische Qual für mich. Als ich 9 Jahre alt war, geschah etwas Unglaubliches, das mein Leben veränderte. An diesem Tag wurde ich ein Opfer der Grausamkeit meiner Stiefmutter. Zu dieser Zeit spielte ich draußen mit meinem jüngeren Bruder. Plötzlich stolperte mein Bruder und fiel auf eine unebene Fläche. Als ich zu ihm kam, sah ich ihn auf dem Boden sitzen und mit einer Hand sein Knie umklammern. Er hatte einen schmerzverzerrten Gesichtsausdruck. Ich bemerkte eine kleine Schnittwunde an seiner Hand, hellrotes Blut tropfte auf seine Handfläche. Obwohl die Wunde nicht ernst war, beunruhigte mich der Anblick des Blutes. Als ich nach Hause kam, war meine Stiefmutter sehr wütend. Sie schlug wild mit einem Holzstock auf mich ein. Ich wich hilflos aus. Aber schließlich wurde ich zu Boden gestoßen. Meine Atmung setzte aus, und ich spürte, wie ich immer wieder das Bewusstsein verlor. Ich wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte sofort Erste-Hilfemaßnahmen ergriffen, um zu versuchen, mein Herz wieder zum Schlagen zu bringen. In diesem Raum schien die Zeit unendlich lange zu dauern. Trotz der Bemühungen der Ärzte hörte mein Herz nach einer kurzen Zeit der Erholung wieder auf zu schlagen. An diesem Punkt mussten die Ärzte der Realität ins Auge sehen und mich für tot erklären. Ich stand während des gesamten Prozesses daneben und beobachtete alles, was passierte. In dem Moment, als mein Herz aufhörte zu schlagen, verspürte ich ein seltsames Gefühl von Frieden und Erleichterung. All der Schmerz und die Angst schienen mich zu verlassen, und ich spürte eine Erleichterung, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Mein vorheriges Leben fühlte sich wie die Hölle an. Ich war gezwungen gewesen, viele Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten zu ertragen. Einmal wurde ich gezwungen, Essen vom Boden zu essen. Diese unmenschliche Behandlung gab mir das Gefühl, gedemütigt und hilflos zu sein. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Stiefmutter mich so schlecht behandelte. Bei einer anderen Gelegenheit verbrannte mir meine Stiefmutter mit einer Zigarette die rechte Hand, was eine bleibende Narbe hinterließ. In diesem Moment empfand ich unendlichen Schmerz und Angst. Es gab noch viele weitere ähnliche Vorfälle, die mir jeweils körperlichen und seelischen Schaden zufügten. Ich möchte mich nicht an diese Erlebnisse erinnern, denn sie hinterließen in mir ein Gefühl der Angst und Verzweiflung. Als ich meinen Körper verließ, spürte ich Erleichterung. Der Schmerz und das Leid verließen mich. Plötzlich sah ich meinen Vater, der auf dem Flur des Krankenhauses stand. Als ich näher kam, bemerkte ich, dass mein Vater und ein Arzt heftig miteinander stritten. Ich konnte nicht erkennen, worüber sie sich stritten. Ich versuchte, näher an die beiden heranzukommen.
um herauszufinden, was da los war. In diesem Moment hörte ich eine Stimme. Die Stimme fragte mich, bist du bereit? Ich war verwirrt und wusste nicht, worauf sie sich bezog. Ich antwortete, bereit für was? Wer sind Sie? Ich war neugierig und verwirrt und verstand nicht, warum die Stimme diese Fragen stellte. Dann fuhr die Stimme fort, dass die meisten Menschen ihn einen Engel oder einen Führer nennen. Plötzlich tauchte ein Mann vor mir auf und stand schweigend vor mir. Ich spürte, dass ihn eine heilige Atmosphäre umgab, die mir ein unwillkürliches Gefühl der Ehrfurcht gab. Neugierig fragte ich, haben nicht alle Engel Flügel? Warum haben sie keine? Der Mann lächelte und antwortete, wer sagt denn, dass Engel Flügel haben müssen? Seine Stimme war sanft, aber bestimmt. Er nahm mich an der Hand und führte mich aus dem Krankenhaus hinaus. Wir kamen in einer völlig neuen Umgebung an. Dieser Ort überraschte mich sehr. Wir standen am Fuße einer riesigen Pflanze, die hoch und prächtig war. Die Blätter der Pflanze bewegten sich ständig, als wollten sie uns willkommen heißen. Die Blätter waren golden und leuchteten hell, was der ganzen Umgebung eine geheimnisvolle und heitere Atmosphäre verlieh. Nicht weit von uns entfernt sah ich einige wunderbare Kreaturen. Sie waren schlank und größer als Menschen. Ihre Gesichter sind schmal und ihre Linien elegant und zart. Sie schwammen frei im Wasser. Diese Kreaturen verströmen ein geheimnisvolles Leuchten. Wir gingen tiefer und fanden noch mehr seltsame Kreaturen. Diese Kreaturen scheinen etwas weniger weit entwickelt zu sein. Sie umringen uns. Die Farben auf ihren Körpern sind so seltsam, dass es schwer ist, sie mit Worten zu beschreiben. Dieser Ort wird nicht vom Sonnenlicht beleuchtet. Aber diese Wesen scheinen ihren eigenen Weg gefunden zu haben, um in der Dunkelheit zu überleben. Sie geben einen seltsamen Ton von sich. Sie singen mit diesen wunderschönen, hohen Stimmen, die sich durch das Wasser bewegen. In der Ferne konnte ich die Gesänge anderer ähnlicher Wesen hören. Und diese Stimmen vermischten sich. Geführt von diesen Kreaturen erreichten wir ihr Zuhause. Diese Höhlen bilden ein komplexes Unterwassernetz. In den Ecken der Höhlen leben viele winzige Lebensformen. Sie wachsen in harten Schalen. Sie sind schlank und durchsichtig und fügen sich in die Höhlen ein, so dass ein fantastisches Bild entsteht. Neben winzigen Lebensformen sind einige Höhlen auch von riesigen und uralten Kreaturen bewohnt. Ihnen wachsen riesige Muscheln. Diese Lebewesen bewegen sich langsam durch die Höhlen und ernähren sich von den Pflanzen im Wasser. Der Engel erinnerte mich daran, dass es Zeit war, aufzubrechen. Geführt von dem Engel, kam ich in die Gegenwart Gottes. Ich stand da und spürte eine intensive Liebe. Diese Liebe war so rein, dass sie jedes Gefühl übertraf, das ich je erlebt hatte. Gott hielt mich in seinen Armen, und seine Umarmung war erfüllt von unendlicher Liebe. Er sagte mir, dass er den Schmerz, den ich zuvor erlebt hatte, bereits kannte. Ich fragte Gott, warum er die Gewalt nicht verhindert hatte, warum er nicht in die Handlungen, die mich verletzten, eingegriffen hatte. Er beantwortete meine Frage nicht direkt. Er hielt mich fester. Seine Umarmung vermittelte ein unendliches Gefühl des Trostes und der Geborgenheit, ein Gefühl, nach dem sich mein Herz immer gesehnt hatte. Seine Liebe umhüllte mich, und sie war bedingungslos. In seiner Umarmung muss ich keinen Schmerz mehr ertragen, denn seine Liebe gibt mir ein Gefühl der Erleichterung. Ich weiß, dass ich mich in seiner Liebe nie wieder allein oder hilflos fühlen werde. Gott sagte zu mir, ich weiß, dass du hier bleiben willst, weit weg von Schmerz und Leid, aber du kannst noch nicht an diesem Ort bleiben. Er erklärte mir,
dass ich in die reale Welt zurückkehren müsse, weil mein Leben noch nicht zu Ende sei. Es gibt noch viele Erfahrungen und Aufgaben, die auf mich warten. Ich fühlte mich frustriert und hilflos. Ich sagte Gott, dass ich Angst hätte, zurückzugehen, Angst, wieder verletzt und gequält zu werden. Gott versicherte mir, dass er immer bei mir sein würde. Ich begann vor Traurigkeit zu weinen, weil ich mich in Gottes Armen verloren und ängstlich fühlte. Gott umarmte mich ein letztes Mal, und seine Liebe war mir ganz nah. Sein Versprechen gab mir den Mut und die Kraft, die vor mir liegenden Herausforderungen zu meistern. Mit Gottes Trost wurde ich allmählich ruhiger. Der Engel nahm mich an die Hand und führte mich zurück in die reale Welt. Wir gingen durch die Wände in das Krankenhauszimmer. Ich sah die Ärzte, die immer noch versuchten, mein Leben zu retten. Ich sah meinen Vater ängstlich auf dem Flur stehen, seine Augen voller Sorge und Hilflosigkeit. Der Engel nickte mir zu und signalierte mir, dass ich stark sein müsse. Ich verstand, dass ich nicht länger vor der Realität davonlaufen konnte und dass ich in meinen Körper zurückkehren und mich den Herausforderungen meines Lebens stellen musste. Der Engel hielt meine Hand, und seine Anwesenheit gab mir das Gefühl, mich sehr wohl zu fühlen. Ich schloss meine Augen und kehrte langsam in meinen Körper zurück. Als ich meine Augen öffnete, umringte mich eine Gruppe von Ärzten. Sie waren überrascht, meine offenen Augen zu sehen, und riefen, er ist aufgewacht. Ich spürte, wie der Puls des Lebens wieder schlug. Ich wusste, dass Gott mir ein zweites Leben geschenkt hatte. Während ich mich erholte, kam eine Polizeibeamtin in mein Zimmer. Die Beamtin erzählte mir, dass der Arzt der Polizei gemeldet hatte, was mit mir geschehen war. Als ich diese Nachricht hörte, war ich gleichzeitig dankbar und verängstigt. Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Die Beamtin setzte sich auf die Bettkante und hörte sich geduldig an, was mir widerfahren war. Ich schilderte ihr die Misshandlungen, die meine Stiefmutter mir angetan hatte. Später wurde meine Stiefmutter ins Gefängnis gesteckt. Einige Zeit später erhielt ich einen Brief von meiner Stiefmutter. In diesem Brief entschuldigte sie sich aufrichtig bei mir und drückte ihre Reue und Schuldgefühle aus. Sie gab ihren Fehler zu und brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass ich ihr verzeihen könnte. Ich bin jedoch nicht in der Lage, ihr zu verzeihen. Der psychologische Schaden, den sie mir im Laufe der Jahre zugefügt hat, ist zu tief und braucht Zeit, um zu heilen. Ihr zu vergeben, ist ein langer und komplizierter Prozess. Es erfordert, dass ich mich wirklich mit dem Schmerz der Vergangenheit auseinandersetze und inneren Frieden finde. Ich brauche mehr Zeit, um mich selbst zu heilen. Auch mein Vater hat sich aufrichtig bei mir entschuldigt. Ich verstehe die Situation meines Vaters. Ich weiß, dass er hart gearbeitet hat, um den Lebensunterhalt für uns zu verdienen, und dass er eine große Last an Verantwortung und Stress auf sich genommen hat. Ihm war das Ausmaß des Missbrauchs durch meine Stiefmutter mir gegenüber nicht bewusst. Ich habe meinem Vater keine Vorwürfe gemacht, weil ich wusste, dass auch er verletzt worden war. Er fühlte sich schuldig für seine Nachlässigkeit. Nachdem ich mich erholt hatte, beschloss ich, bei meinem Großvater zu leben. Er gab mir das Gefühl, geliebt zu werden. Obwohl diese Liebe die Liebe Gottes nicht übertreffen konnte, fühlte ich mich dennoch sehr zufrieden und glücklich. Seitdem sind 27 Jahre vergangen, und ich habe eine Familie und eigene Kinder. Meine Kinder sind in einem herzlichen familiären Umfeld aufgewachsen. Ich habe versucht, ihnen Respekt und Toleranz gegenüber anderen beizubringen und ihnen zu vermitteln, dass Gewalt kein Weg ist, um Probleme zu lösen. Ich bin dankbar für Gottes Führung und die Gesellschaft der Engel.
Sie haben mir Mut gegeben und mir geholfen, Schwierigkeiten zu überwinden und meine Kraft zu finden. Ich habe gelernt, diese Liebe weiterzugeben und sie in meine Familie und mein Leben einzubringen. Ich glaube, dass jeder die Kraft hat, sein Schicksal zu ändern und wieder ein glückliches Leben aufzubauen. Wenn ich jetzt sehe, wie meine eigenen Kinder glücklich aufwachsen, spüre ich eine große Erleichterung in meinem Herzen. Ich möchte denjenigen unter ihnen, die häusliche Gewalt erleiden, sagen, dass sie nicht allein sind. Lasst euch nicht von Angst und Scham plagen, ihr habt keine Form von Missbrauch verdient. Ihr habt das Recht, ein gesundes und freies Leben zu führen. Häusliche Gewalt ist ein Verbrechen und sollte nicht toleriert werden. Denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind und dass Sie das Recht haben, sich zu verteidigen. Stehen Sie auf und lassen Sie das Gesetz Ihr Schutzschild sein und kämpfen Sie für Ihr Recht auf Würde und Glück.